herzlich willkommen wieder bei der brandneuen Podcast-Folge und sicherlich das Thema, das wir heute ansprechen werden, gehört zu meinen Lieblingsthemen momentan. Bevor wir starten, sind wir wie immer hier Sandra. Hallo. Und ich bin Virpi. Ja, wir sind eure Deutschdozentinnen für unterwegs und die Hosentasche sozusagen. Und mit uns könnt ihr euer Deutsch verbessern, Deutsch wiederholen und das mit ganz unterschiedlichen Themen. Und heute eben das Entrümpelungsthema. Aber wir sind ja nicht nur Deutschdozentinnen. Ja, wir prüfen auch und das auch schon seit Jahren und gern. Genau. Also natürlich durch die Prüfungen kann man noch extra viele Erfahrungen sammeln und gucken, wie ist der Prüfungsablauf, was muss man im Unterricht betonen. Naja, und deshalb laden wir dich nochmal ganz, ganz herzlich ein zu unserem Livestream jetzt am Freitag, das ist der 6. September 2024. Falls du die Folge später hörst, dann wäre es jetzt zu spät, aber dann gibt es eine Aufzeichnung. Und in dem Livestream, da machen wir euch ja nicht nur fit für die Prüfung. Nee, genau. Und da erzählen wir schon einiges, was wichtig ist. Was soll man lernen? Wie soll man lernen? Und das können wir definitiv euch gut erklären. Genau. Und wenn du eben dich nicht auf eine Prüfung vorbereitest, komm trotzdem unbedingt vorbei, weil wir dir auch Tipps und Tricks verraten, wie du auch in Situationen, in denen du nervös bist, wirklich die Ruhe behältst und so richtig cool bleibst. Ja. Genau. Und so richtig cool bleiben wir heute bei dem Thema vielleicht nicht. Es wird emotional, wir entrümpeln unseren Keller, unseren Dachboden, unser Leben vielleicht. Ja, richtig. Und das Wort alleine entrümpel, ja, bedeutet wie aufräumen, Sachen wegwerfen, wieder an den Plätzen bringen. Also entrümpeln ist bestimmt nicht jedem bekannt, aber wir werden euch mit dem Wort auch vertraut machen. Genau, und da fangen wir sonst wirklich schon mal an. Also entrümpeln ist ein Verb und es gibt ein Nomen dazu, die Entrümpelung. Und ent bedeutet ja auch schon immer so entfernen, entnehmen. Also das impliziert schon, also das bedeutet schon, da kommt was weg. Das ist richtig. Aber Achtung, Achtung, entrümpeln kannst du ja nicht trennen. Genau, also ich entrümple heute meinen Keller. Es gibt in Deutschland sogenannte Entrümpelungsunternehmen. Mhm. Das sind die, die dann zum Beispiel in eine Wohnung kommen, wo vielleicht eine Person gestorben ist. Und da muss einmal wirklich alles sortiert und aufgeräumt werden. Ja. Sowas gibt es auch. Ja, aber jetzt frage ich dich, wann hast du zum letzten Mal entrümpelt? Ich bin gerade dabei. Tatsächlich. Und zwar, also früher war es so, dass ich dachte, ich müsste alles auf einmal sortieren, sozusagen das ganze Haus von oben bis unten. Und jetzt nehme ich mir immer so kleine Häppchen vor und damit fahre ich ganz gut. Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt schon ein bisschen her, einfach nur das Werkzeug sortiert im Keller. Und? Tippitopp. Ja, habe ich noch nicht kontrolliert, das werde ich noch tun. Also ich habe Schubladen sortiert, ich habe Sachen weggeschmissen und ich habe jede Schublade beschriftet. Jedes Teil hat jetzt seinen Platz und ich habe das Werkzeug zwischenzeitlich wirklich auch schon benutzt und wieder genau an den Ort zurückgelegt. Aber das ist, also der guck nicht in den Rest des Kellers, aber der Werkzeugkeller ist tipptopp. Ja, aber das ist diese Umsetzung, also wie du das alles umsetzt. Aber ich möchte aber ich wollte noch eine Frage stellen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Also in dem Moment war ich relativ emotionslos, was glaube ich ganz gut ist fürs Entrümpeln, weil du ja loslassen musst, wenn du anfängst wirklich jedem Teil dann, ach und damals den Schraubenzieher, den habe ich das erste Mal benutzt und das ist ja, also das hält dich ja nur auf. Dann, ich habe Podcasts dabei gehört und habe dann einfach nebenbei sortiert, aber ich sag dir, als ich fertig war, war ich stolz wie Oscar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja.
Also, wie sieht es bei euch im Keller und im Dachboden aus? Oder auf dem Dachboden, nicht im Dachboden? Also, in der Tat hatte ich jetzt im Winter auf dem Dachboden entrümpelt. Ja. Ich war letztens vor ein paar Wochen wieder auf dem Dachboden. Und? Ich habe ja auch gedacht, ich muss nochmal entrümpeln. Oh nein. Es war so ein Durcheinander da. Wir haben ja im Haushalt mehrere Personen. Ich wollte gerade fragen, lag es an dir oder lag es an den restlichen Familienmitgliedern? Also es würde mich wundern, wie würde ich so ein Chaos schaffen. Alleine die Sachen waren umhergeworfen worden. Oder dann eben haben die Personen, die im Haushalt leben, haben im eigenen Zimmer entrümpelt und die Sachen auf den Dachboden getragen. Nun haben wir bergeweise Sachen, die ich wieder im Herbst, wenn die Ferien vorbei sind, entrümpeln darf, hoffentlich. Und ich mache das immer so in der Tat, dass ich 1 bis 2 Mal im Jahr den Sperrmüll bestelle. Das mache ich auch. Also in Deutschland ist es so, dass wir, ja, ich glaube, 2 Mal pro Jahr Sperrmüll bestellen dürfen. Mhm. Sperrmüll bedeutet eben, also sperrig, dass man wirklich große Gegenstände loswerden möchte, die jetzt nicht in den normalen Hausmüll passen. Und dann bekommt man einen Termin und man stellt diese Sachen auf die Straße. Zum Beispiel bei uns waren es jetzt neulich alte Gartenmöbel und noch Bretter, die wir im Keller hatten, die nicht mehr in Ordnung waren. Und das wird dann meistens so morgens irgendwann abgeholt. Relativ früh sind die Männer da unterwegs. Es sind meistens Männer, die bei der Sperrmüll arbeiten. Ja. Und wird viel getragen. Mhm. Und dann ist das gut. Was mir noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, also Personen aus deinem Haushalt, ne, räumen ihr eigenes Zimmer auf, entrümpeln ihr eigenes Zimmer und stellen dann alles weg. Also es gibt ja diesen Spruch aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Also das heißt, ich stelle etwas weg und dann denke ich nicht mehr daran. Ja. Und das ist ja auch im Keller so gefährlich. Ja. Also ich stelle das mal kurz hin und dann. Oh ja. Und dann merkst du dann nach 3 Jahren, ach du liebes Bisschen, da habe ich aber viele Sachen mal schnell hingestellt. Ja, und also du hast ja gerade erzählt, du hast dabei so eine Podcast-Folge dir angehört. Vielleicht sollte man so eine Entrümpelungs-Podcast-Folge an sich anhören in dem Moment, dass man, wenn man das macht, weil ich glaube, das könnte auch total helfen. So, pass auf, und da habe ich einen Tipp für dich. Wir haben ja kurz vorher gesprochen, Marie Kondo kennst du nicht. Nee. Marie Kondo ist sozusagen die Aufräumgöttin. Sie hat mittlerweile 2 Bücher geschrieben, also es heißt Magic Cleaning. Mhm. Und die, es gibt auch eine Serie bei Netflix dazu, tatsächlich von ihr. Oh. Und sie macht das recht strategisch. Also sie hat verschiedene Kategorien, die du aufräumen sollst. Also ich fange mal mit einem Beispiel an. Du sollst alle Kleider, die du hast, wirklich, oder alle Kleidungsstücke, die du hast, sollst du sammeln, egal, aus den Schränken, aus dem Flur, also alle Kleidung nimmst du zusammen, dann legst du die alle auf einen Haufen und dann fasst du jedes Kleidungsstück an und überlegst, macht es mich glücklich? Oha. Wenn es dich glücklich macht, behältst du das. Mhm. Macht es dich nicht glücklich, es wird ein bisschen esoterisch, dann bedankst du dich bei dem Kleidungsstück und dann kommt es weg. Aber dann ist man schon eine Weile dabei. Das ist nämlich der Punkt. Und ich fand das ganz toll. Und ehrlich gesagt, ich habe das wirklich mit meinen Kleidungsstücken mal ausprobiert. Ich habe wirklich alles, was ich hatte, wobei, also ich habe es nicht aus dem ganzen Haus zusammengesucht. Ich habe wirklich nur aus meinem Kleiderschrank das genommen, habe alles aufs Bett geschmissen, habe die Sachen eingefasst, macht es mich glücklich oder zufrieden, wie auch immer. Mhm. Und habe dann die anderen Sachen aussortiert. Ich habe sie danach nicht weggeschmissen und auch noch nicht verkauft. Ich habe sie erst einfach weggelegt. Ja. Und tatsächlich, was wirklich toll ist, du machst den Kleiderschrank auf und du hast wirklich nur Sachen, die dich glücklich machen. Also dieses Gefühl ist großartig. Wow, das ist ja ein Tipp. Also das muss ich ja sowieso jetzt demnächst machen. Ja, das fand ich wirklich ganz großartig. Ansonsten ist mein Kritikpunkt dabei bei Marie Kondo, ich finde es unfassbar zeitaufwendig. Also du musst dann wirklich einmal wirklich Zeit investieren und sagen, so, jetzt mache ich das und das. Und dann hat sie eben verschiedene Kategorien auch. Also dann irgendwann auch Thema Küche und Geschirr und auch Thema Unterlagen und so weiter. So weit bin ich gar nicht gekommen. Und jetzt habe ich halt gedacht, nee, ich mache mein eigenes System und ich nehme mir einen kleinen Bereich vor. Beispiel, ich habe letzten Samstag einfach nur die Küchenschublade aufgeräumt. Ja. Kennst du diese Küchenschublade, in die du alles reinschmeißt? Ja. Diese jeder hat diese Schublade. Mhm. Und die habe ich aufgeräumt. Mhm. Und dann dachte ich so, und die bleibt jetzt so.
Ja. Also wir sprechen noch mal in 2 Monaten. Ja. Das hört sich ja ganz gut an. Das, ähnlich habe ich das mit meiner Küche gemacht. Also ich habe wirklich 2 Schränke. Da habe ich gedacht, nee, also das kann ich mir nicht mehr ansehen. Und ich habe auch gedacht, okay, nur 2 Schränke. Genau. Da habe ich wirklich alles herausgenommen und auch gemerkt, okay, abgelaufen und so weiter. Aber zwar, oder dann eben, dass man Sachen doppelt und dreifach und vierfach hatte. Wo man dann einfach mal 2 Packungen zusammenkippen kann oder sowas. Und das ist ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Genau, also das insgesamt, also bei mir geht es so, also nach der Entrümpelung habe ich immer ein unwahrscheinlich gutes Gefühl. Total. Ja. Und also ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also diese 2 Projekte, der Werkzeugkeller und auch diese Küchenschublade, also die Küchenschublade existiert also jetzt zurzeit noch nicht so lange, aber die machen mich auch dann noch glücklich, wenn es weiterhin so ordentlich ist. Ja. Und also ich glaube schon, dass auch so diese äußere Ordnung auch ein Teil innere Ordnung das hat. Das sagst du. Also so ist es wirklich. Also klar, wenn ich jetzt völlig fertig bin mit meinem Leben, wenn ich noch große Probleme habe, dann hilft es mir nicht, ein bisschen aufzuräumen und alles ist gut. Nee. Das wäre zu einfach. Mm. Dazu hört bitte unsere Folge, wir sprechen über Emotionen. Genau. Aber so im Kleinen einfach auch, man fühlt sich ja auch wohler. Ja, das stimmt auch. Genau. Ja, entrümpeln, also dass ich sehe auch in den Ferien, wir sind ja wieder in Finnland. Oh, muss da auch entrümpelt werden? Ja, in der Tat. Und also wir haben so einen Anhänger in Finnland und ich bin noch nie übrigens mit dem Anhänger gefahren. Musst du? Oder doch, also ich habe versucht, aber ich habe das aufgegeben, weil ich rückwärts nicht parken kann. Oh, damit. Das wusste ich auch nicht, wie man das macht. Ja. Aber ich habe heute meinem Mann gesagt, ja, ich nehme den Anhänger und ich packe den voll, weil wir es eben entrümpeln müssen. Er ist nicht da, er kommt später, aber ich möchte das so gern machen. Und mein Mann hat auch gesagt, ja, ich muss sowieso nur, also jetzt in diesem Fall, geradeaus fahren. Super. Ja, oder? Das schaffst du. Das? Geradeaus fahren schaffe ich noch. Ich erinnere mich, das ist ein kleiner Exkurs. Wirpi und ich, wir haben einmal eine Fortbildung gemacht an einer Berufsschule und da durften wir einen LKW-Simulator benutzen. Und Wirpi hat es geschafft, ich glaube, auf den ersten 500 Meter einen Schaden von 10.000 Euro zu produzieren, weil sie überall mit dem LKW rangebollert ist. Ich glaube, ich habe es wenigstens auf die Autobahn geschafft, bin aber auch direkt gegen eine Leitplanke gefahren. Also viel Erfolg. So, genau, so viel, ja, genau. Aber so mit dem PKW klappt es eigentlich ganz gut. Das wird super klappen. Das klappt ganz gut, aber mit dem Anhänger dran, also ich habe das heimlich letztes Jahr versucht, übrigens auch mit einem Anhänger für das Boot. Und ich habe gedacht, mein Mann ist noch unterwegs und kommt gleich mit dem Boot an und ich überrasche ihn, dass der Anhänger dann richtig rum da steht. Ich habe immer wieder vorne gefahren und dann wieder rückwärts und dann ist also der Anhänger war immer schief und irgendwie, es tut mir leid, also das kriege ich nicht so leicht hin. Also ich kenne das aber auch, also mit manchen Sachen habe ich wirklich große Probleme, da irgendwie schaffe ich es auch nicht, dann so logisch zu denken und in den Momenten sage ich dann aber auch oft im Unterricht, naja, ich bin auch Deutschlehrerin, ich bin weder Mathe noch Physiklehrerin. Ja, genau. Ich kenne, das hat auch seinen Grund, warum das so ist und dann ist es so, ich kann andere Sachen. Ja, genau, alles und kann man nicht können oder muss man auch nicht. Nee, was wir aber können, ist euch ganz, ganz tolle Lerninhalte anbieten, weil es nämlich zu dieser Podcast-Folge natürlich wieder ein ganz umfangreiches Trainingsbuch gibt, inklusive Transkript. Und ja, was kann man denn, wie kann man denn noch Deutsch mit uns lernen? Ja, wir haben tolle Premium-Folgen. Mhm. Wir unterstützen euch auch beim Lernen. Natürlich schreibt ihr uns natürlich. Und wir beantworten eure Fragen. Wir haben interaktive Übungen, also die unterstützen wirklich beim Lernen. Du kannst dann eben schreiben, üben und dann hast du auch Selbstkorrektur und also wirklich effektiv.
Und ich muss auch sagen, danke, danke für die Rückmeldungen von unseren Lernenden und ZuhörerInnen. Also ist einfach nur schön, auch bei YouTube, auch was für tolle Kommentare kommen, auch bei Spotify, wo man mittlerweile auch auf die Kommentare reagieren kann, was ich auch eine super Neuerung finde. Also wir lesen das wirklich alles und manchmal dauert es ein bisschen, weil es mittlerweile echt schon ganz schön viel geworden ist. Ja. Und naja, wir auch noch tatsächlich, also ist das immer noch so ein Nebenprojekt, wir machen das ja nicht hauptberuflich. Nein, genau, aber wirklich aus pure Freude. Total. Ja. Das auf jeden Fall. Dann, Premium-Folgen war so ein richtiges Stichwort. Also in der nächsten Woche gibt es nämlich direkt schon eine Premium-Folge und da bleiben wir beim Thema Entrümpeln. Wir sprechen jetzt aber darüber, wie unsere Erfahrungen sind, wenn wir unseren Krempel loswerden wollen. Also sprich bei eBay, Vinted, Kleinanzeigen und. Da gibt es nämlich ein paar Geschichten zu erzählen, auf die ihr euch freuen dürft. Mhm. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht am Freitag, ne, zum Livestream? Hoffentlich, ja, hoffentlich seid ihr auch dabei. Also notiert unbedingt den Termin. Wir freuen uns auf euch und bleibt am Ball. Bis dann. Bis dann. Genau, also wirklich ein Thema. Also ich mag das auch total gerne, also wenn ich die Ruhe habe. Total. Mm. Ja, ich finde auch, man kann nicht in der Hektik entrümpeln. Nee. Das geht gar nicht. Deshalb, und dann finde ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel dann so einen Podcast höre, so dann ist man ja automatisch schon so ein bisschen ruhiger. Ja, und hat dann auch so, und ist aber trotzdem so weit noch abgelenkt, dass man wirklich sagt, okay, das kann weg, das ist jetzt auch egal. Und obwohl ich jetzt auch nicht so, ich schmeiß nicht gerne weg. Also so, ich möchte schon dann auch, aber dann kann man auch überlegen, das kann man da vielleicht verschenken oder loswerden. Ja, und meine letzte Frage an dich. Ja. Wenn du etwas irgendwie entsorgt hast. Ja. Hast du es jemals bereut? Da ich ja ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, merke ich das ja nicht. Ich vergesse das ja. Wahrscheinlich habe ich das auch, nämlich habe es auch noch nie bereut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Sachen ich schon wieder nachgekauft habe, weil ich da, hatten wir sowas nicht mal? Und dann kaufe ich das? Nee, aber ich glaube, also kennst du das, wenn man jetzt so Klamotten aussortiert und dann packt man sie in eine Tüte und sagt, ich gucke die jetzt in einem Jahr nochmal durch oder so und dann ist man immer total überrascht. Ach, das hatte ich auch wieder schon wieder ganz vergessen. Ja. Und dann kann es ja auch nicht so wichtig gewesen sein. Eben.